Israels Präsident Reuven Rivlin hat Benny Gantz vom Bündnis Blau-Weiß mit der Regierungsbildung beauftragt. Gantz, der in der Mitte des politischen Spektrums steht, hat 28 Tage, um eine Koalition zu schmieden. Sollte dies nicht gelingen, könnte zum dritten Mal innerhalb eines Jahres gewählt werden. Alle erwarten von uns, das politische Chaos zu beenden. Alle fordern von uns, das Land schrittweise zu einem normalen, funktionierenden, sicheren und ruhigen Leben zurückzuführen. Ein ganzes Land erwartet ein Aufatmen, sagt er. Vor Gantz war der bisherige Ministerpräsident Benjamin Netanyahu von der konservativen Likud-Partei an der Aufgabe gescheitert, eine Regierung zu bilden. Zwar landete Likud bei der Wahl am 17. September hinter dem Bündnis Blau-Weiß nur auf dem zweiten Platz, Netanyahu war aber von der Mehrzahl der Abgeordneten als Ministerpräsident vorgeschlagen worden.